Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Temtem. Wir haben den Dojo-Kampf mal separat gemacht, weil er ziemlich lange dauert. Aber seht selbst warum und viel Spaß. Okay, bist du voll geheilt? Are you ready to rumble? Ja. Let's go. Ach, da ist ja die Chefin. Ja. Chefin. Wir treffen uns doch gerade zum ersten Mal. Hä, den Text? Siehst du nicht den Text? Achso. Oh, du bist zurück, Paven. Du hast ja Nerven, hierher zu kommen. Einfach nachdem du meiner Stadt so viel Ärger bereitet hast. Wenn wir nicht unsere heiligen Gastgeber-Traditionen hätten. Ja, hör mir bitte zu. Erzähl mir mehr. Jemand hat sich als mich ausgegeben. Ich bin der wahre Paven. Ich bin unschuldig. Du verstehst schon, wie verrückt deine Geschichte klingt, Paven. Warum sollte ich dir noch glauben, wenn die halbe Stadt auf der Jagd nach dir ist? Ich sollte dich bei der Stadtwache melden und mir dieses ganze Theater ersparen. Aber du klingst überzeugend, also gebe ich dir eine letzte Chance. Wahrscheinlich müssen wir sie jetzt besiegen. Im Temtem Veritas zeig mir dein wahres Gesicht. Die hat ein cooles Dachenvieh da schon wieder. Die hat heftige. Oha. Dann gehe ich direkt mit Matschdusche auf das Rechte. 31, 34, okay, das geht ja. Ach, was war denn das links? War das auch Gift? Giftflug oder so ein Blödsinn? Es könnte Giftwind sein, ja. Aber wenn es Giftwind ist, hat es keine Schwächen. Ah, doch. Elektro. Gift hat Elektroschwäche. Ne, Wind hat Elektroschwäche. Ja, dann hat's hat es nur eine Gift Elektroschwäche. Ja, Gift hat Wind als Schwäche. Wenn es aber Giftwind ist, okay. Dann hat es nur Elektro als Schwäche. Dann musst du eigentlich auf Nestler gehen. Soll ich angreifen einfach? Oder soll ich auch wechseln? Also ich gehe jetzt mit Dusche auf das Rechte und dann wechsle ich rauf auf Nestler, dass wir das andere auch wegmachen können. Dann wechsle ich auch raus auf Orphyl, weil das Rechte auch treffen konnte. Effektiv. Okay, du Arsch. Ja, ist doch gut. Dann müsste das Rechte weg sein. Oder auch nicht. Hä, war das nicht effektiv? Eben? Mm-mm. Was war denn dann eben effektiv von mir? Na geil. Das weiß ich nicht mehr. Oh, dann gucke ich halt nach. Myx Temtem. Ich mache jetzt beide, also ich mache jetzt zumindest das Rechte weg. Es ist doch Kristall und Mental. Kettenblitz. Ja. Dann gehe ich aufs Linke. Sofern ich dazu komme. So, da ist das weg und das andere ist auch was tot. Rapini, zeig, was du kannst. Jawoll. Jawoll, nice. Soundneusig, sehr schön. Modred und... Haben wir irgendwo eine Windattacke? Also ich nicht. Ich auch nicht. Damit schwierig. Nee, warte, du gehst auf jeden Fall auf Mudrit mit Wasser. Ja, mach ich. Ach, ich kann nicht rauswechseln auf Tental, wenn Mudrit da ist. Ich habe aber auch keine... Ja, komm, was soll's. Okay, ich dachte, das macht mehr Schaden. Ah, jetzt bin ich weg. Jetzt sind wir ziemlich am Sack. Ja, ich habe nämlich wieder nur noch einen Tempel. Ja, ich habe auch nur eins. Ah, ne, ich habe zwei.
Madrid und... Ich hätte Lavinie rausnehmen sollen erstmal. Das erstmal trainieren sollen. Das bringt hier gar nichts. Ich muss aufs Linke gehen. Auf rechts mache ich gar nichts. Eigentlich aufs Rechte gehen, Maus. Damit haben wir wohl verloren. Achso, du hast noch eins, okay. Mhm, aber der macht mich gleich dann weg mit Dingens. Ich habe nur Mentalattacken und der ist Kristall. Also ich kann gegen Mudrid kann ich nichts machen. Das macht er nicht weg. Ah ne, der ruht sich aus. Sehr gut. Oh ne, ey. Ja, damit bin ich RIP. Das war's für mich. Oh. Dann kann ich auch eine Hypnose rausbuttern. Oder auch nicht. Ja. Aber er hat auch den eigenen weggedingst. Ich habe keine mehr. Dann tue ich schnell wiederbeleben bei dir. Da kommt der Drache. 43. Was soll ich wiederbeleben? Ich habe 2 Beleber, was soll ich wiederbeleben? Aber fühl am besten. Obwohl die wahrscheinlich Wind sein werden. Ja, weiß ich nicht, ist alles doof. Okay, komm schon. Ja, weil der auch wieder vor mir dran kommt. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, das war's. Ich hab auch nichts. Kann nichts wiederbeleben. Kein Beleber. Ich hab noch einen Beleber, aber wenn die sich jetzt wegmachen, ist vorbei. Ja, die werden mich garantiert wegmachen. Keine Chance. Boah, müssen wir dann wieder die ganze Dings hier durch, bis wir wieder da sind? Yes. So sieht's aus. Sagen? Geil, sind sogar noch in den Minen. Aber wir das letzte Mal geheilt haben. Ja, dann bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt Oceara mit, statt dem kleinen Kristallvieh. So, bei mir war noch Pause. So, jetzt aber. So, jetzt wird sie nur beleidigt. Okay. Ich gehe auf rechts mit Matschdusche, ne? Ich hätte vielleicht mit wem anders leaden sollen. Ich gehe auf Oceara. Schade. Hä, ich hatte das andere angewählt. Du hast dasselbe gemacht wie ich. Musst du darauf achten. Hä, das ist mir noch nie vorher passiert. Was ist das für ein Quark? Ich habe definitiv das andere angewählt. Hey,
was ist... Oh, ich gucke jetzt jedes nach. Echt, das nervt mich. Ola. Es hat schon wieder gemacht, obwohl ich definitiv das andere angewählt habe. Das muss irgendeine Attacke sein oder so, dass ich die nicht angreifen kann, den einen. Olarend ist... Ah, Toxic Flug. Ja, haben wir vorhin schon festgestellt. Läuft ja richtig gut. Ja, warum macht dann Wasser den Schaden? So, wegen Toxic. Okay, das wusste ich nicht. Ja, RIP hat ja viel gebracht, wenn wir ihn nochmal verlieren. Ja, jetzt bräuchte ich Oceara. Was aber tot ist. So wiederbeleben, aber dann werde ich weggemacht. Das ist doch alles behindert, ey. Ich kann dir das. Wieso geht er damit auf meinen Tentail? Das verstehe ich nicht. Der ist doch auch Kristall. Wieso macht er keine Kristallattacke? Das ist. Das ist keinen Sinn. Ja, genau. Ich mache jetzt das Rechte weg. Dass es endlich mal weg ist. Ja. Geht nicht. Ich versuche die ganze Zeit drauf zu gehen und es geht nicht. Siehst du jetzt, was ich meine? Ist es verbuggt oder wie? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Oder das hat so eine Spezialattacke, dass es ab einem gewissen Dings nicht mehr direkt angegriffen werden kann. Es sei denn, es ist allein im Ring. Hm. Kannst du ja jetzt mit Dings ausprobieren. Kettenblitz. Ha. Ja, macht mich jetzt weg, klar. Ich gehe auf Gasuma, weil ich auf Nuxotlotto kann ich nichts machen. Ich werde jetzt erstmal was wiederbeleben, weil das mein letztes Temtem ist. Mein Mudred sollte auch gegen Gasuma effektiv sein. Ja. Ist gut. Was denn? So ist das schon mal weg. Ja, das sieht doch schon besser aus als letztes Mal. Nein, das will ich doch gar nicht. Ein Quatsch. Das macht mich trotzdem weg, oder? Nein. Oh, ist das eine...
Ja, es war mir nämlich klar, dass er das jetzt macht. Ist also Wasser. Na, okay. Gut. Wasser, Wind vielleicht sogar? Nee, halt Quatsch. So. Ich würde gerne mal als... Oh. Das ist halt schneller. Jetzt habe ich keine mehr. Und noch eins. Oh Gott, ist das knapp, ey. Dann... Das weg und das weg. Ist auch mit einem Lebenspunkt überlebt, mal wieder. So nämlich. Weißt du Bescheid? Ein großartiger Kampf. Und ehrenhaft war er auch. So hast du letztes Mal aber nicht gekämpft. Ja, aber das war doch gar nicht ich. Mensch, Olle. An jeder kann sich wie jemand anderes verkleiden, deren Akzent imitieren und ihren Namen benutzen. Aber im Temtem-Kampf zeigen wir alle unser wahres Gesicht. Oder unser wahres Ich. Und du bist ganz bestimmt nicht der wütende Jugendliche, mit dem ich vor kurzem gekämpft habe. Wie gesagt, die Person, die für Ärger gesorgt hat, das war nicht ich. Ich bin Paven. Bitte entschuldige, dass ich dir nicht sofort geglaubt habe, Paven. Das hätten wir alle tun sollen. Bitte hilf mir, meinen Freunden geht es schlecht. Das werde ich. Es haben schon genug Unschuldige gelitten. Und jetzt muss ich dieses Unrecht in Ordnung bringen. Komm mit mir, Bändiger. Wir werden das jetzt mit den Ordnungshütern klären. Grüße, Kapitän Kohli. Ich muss mit dir reden und es ist wichtig, dass du mir zuhörst. Alles für unseren geliebten Dojo-Meister. Aber wer schleicht dort hinter deinem Rücken herum, im Gewand eines Banditen? Ein guter Bändiger, ungerecht für die Taten eines anderen beschuldigt. Nimm deine Kapuze ab, Paven. Okay. Hauptmann, dieser Bändiger... Dojo-Meister, das ist der Geflüchtete, der... Der? Oh, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ich weiß, sagte ich nicht, dass es wichtig ist, mir zuzuhören, oder hat der Ruß aus den Spieden dir die Ohren verstopft? Also gut, sprich. Das ist nicht der Bändiger, den ihr sucht. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Hauptmann, der das Chaos in der ganzen Stadt verursacht hat, ist ein anderer. Ja, der Chaos. Tatsächlich denke ich, dass der schurkenhafte Bändiger den Namen von Paven absichtlich durch den Schmutz gezogen hat. Rupi, du störst. So ist das also, aber warum? Das weiß ich nicht, aber ich vermute, es hat etwas mit einem finsteren Plan zu tun. Rupi hat einen finsteren Plan? Unabhängig vom Motiv ist uns nun einiges klar. Paven ist ein willkommener Auergast meines Dojos, Rupi, hör auf, und soll nicht weiter von dir und deinen Wachen belästigt werden. Verstehen wir uns, mein Hauptmann? Wir verstehen uns sehr gut, Dojo-Meister. Paven, ich bitte in meinem Namen und dem meiner Wachen um Entschuldigung. Ich tat, was ich tat, schlecht informiert, aber ohne bösen Willen. Ich diene dem Schutz meiner Leute. Geh in Frieden, du bist in unserer Stadt willkommen. Mein Luftschiff ist nahe den Ödlern abgestürzt. Wir brauchen ärztliche Versorgung für die Verwundeten und Werkzeuge, um das Schiff zu reparieren. Kannst du uns helfen? Ich bin lediglich ein Friedenshüter, mein Freund. Du musst dafür mit dem Gildenmeister der Schmiede sprechen. Es gibt kein Werkzeug, das sie nicht schmieden können.
und du wirst genug Medizin für deine Leute hier in der Stadt kaufen können. Geh zum Temporium, sie haben alles, was du brauchst. Meine Arbeit hier ist getan. Ich werde mich zum Dojo zurückbegeben. Komm mich besuchen, wann immer du möchtest. Okay, ciao. Ciao. Auf ein Wort, Paven. Dein Freund, der einäugige Aburianer, ist noch im Gefängnis. Oh. Wenn du deiner Crew geholfen hast, komm zu mir und wir sehen, was wir für ihn tun können. Na gut. Der Matthias. Der Matthew ist. Ah, das machen wir erst beim nächsten Mal. Die Folge ist sowieso schon viel zu lang. Ach so, stimmt. Ja, wahrscheinlich werde ich die aufteilen. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.